Recht herzlich willkommen zur 112. Folge von City Skylines. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir ein bisschen Kommerz gemacht, damit der blaue Balken runtergeht. Und danach haben wir noch zwei Mülldeponien verschoben. Da unten ist irgendwas mit Feuer und da zum Abreißen machen wir gerade. Ja, und dann müssten wir schon wieder überlegen. Ach, das brennt sogar noch. Ich glaube, dann sind wir mit der Feuerwache hier vielleicht schlecht auch abgedeckt, kann das sein. Obwohl, da wären welche. Aber hier fehlt es irgendwie. Was ist denn, wenn wir hier am Ende eine schicke große hinmachen? Macht er jetzt nicht doch da jetzt. Aber eigentlich ist es durch eine andere schon abgedeckt. Dann ist es abgebrannt. Fertig. Das ist eine große und eine kleine. Wenn da die große ist, dann brauchen wir hier nur eine kleine machen. Würde ich jetzt mal hier so irgendwie hinbauen wollen. Geht die ganz ans Ende? Ja, dann machen wir sie da hin. Und die deckt nur das ab. Das ist ja doof, ne, oder? Kein Strom, kein Wasser, was soll's. Gut, einmal ausstellen. Die muss woanders hin. Weil da ist ja sowieso noch grün. Würde ich jetzt hier so favorisieren, hinzubauen, ne? Immer mehr da zum... Ja, auf jeden Fall da. Geht sie da auch noch hin? Da nicht mehr. Dann bauen wir sie da hin. Und dann bauen wir noch eine... Die andere Seite, ne? Weil hier ist nichts Grünes. So, das wäre dann schon wieder schlecht. Da fehlt es dann da. Warte mal, da ist auch schon kein Grün mehr. Auch schön, ne? Ja. Das bedeutet ja, dass wir definitiv hier drei Stück hinstellen sollten, ne? Weil da ist jetzt das Grüne fehlend. Hier ist es auch schmau. Da gucken wir aber, dass wir hier an der Autobahn noch das dran machen können. Passt. Und dann hier noch eine hin. Okay, da. So, denen fehlt natürlich Strom und Wasser, ist klar. Wasser können wir sofort mal abdecken. Das müssen wir so oder so machen. Würde ich jetzt so machen. So. So. Ach, guck mal, wenn es dann geht's nicht mehr, ne? So. 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 Warum will er da nicht hinbauen? Gute Frage, ne? Da will da keiner was einbauen. Fertig. So, Wasser haben sie. Jetzt fehlt es nur an Strom. Strom liegt daran, dass... Das Industriegebiet müsste dann darüber, ne? Aber dieser hat Strom, guck an. Hier hinten geht's dann nicht rüber. Okay, das würde bedeuten, wir müssen dazwischen was bauen, dass das klappt. Also diese ist verseucht. Wir haben noch ein bisschen Blau. Dann machen wir hier mal Blau hin, oder? Schön an die Außenseite. Tja, da ist noch ein Kästchen, das nehmen wir auch mit. Dann machen wir hier ein bisschen flacher. Freuen die sich alle, oder? Gut.
Und hier machen wir definitiv grün hin. Und gehen hier rüber, machen da auch noch grün hin. Da machen wir das gleiche auch. Hier schönes flaches Wohngebiet. Hier machen wir mal noch einen. Ne, da die Straße rein. Ne, da denke ich mal die Straße rein. So, die sollte verbunden sein. Und hier. Frage, ob das mit dem Strom darüber geht. Obwohl ich tendenziell dazu neige zu sagen, komm, lass uns hier die grünen machen, die hohen mal machen. Wegen der Eisenbahn, ne? Komm, machen wir so. So, hier wachsen sie schon. Ja. Hier noch ein bisschen Kommerz dazu. In kleiner Form, ne? So, und da auch noch. Da gibt es noch eine Kreuzung rein. Und da machen wir hier noch grüne hin. Ja, denke ich mal, so ist schon okay. So, da oben fehlt es überall an Strom. Ich würde jetzt einfach sagen, wir bauen ein paar Windräder hin. Da ist auch gerade so, ne? Machbar. Da wird es gehen, ne? Nee, ich mach da keine Windräder hin. Wir sollten vielleicht einfach ein Wohngebiet noch dahin zaubern. Da müssen wir so kurvig bauen, ne? Warte mal, das ist hier eine Straße. Hochgebaut, oder? Ja, und kommen wir da drunter her oder nicht? Rein theoretisch müssten wir da drunter herkommen, oder? Geht nicht da drunter her, oder was? Das ist ja voll doof, ne? Da geht's drunter her. Okay. Machen wir mal so. Guck mal, jetzt von der Seite geht's auch runterher. Du glaubst es nicht, oder? Ist krass, oder? Dann lass uns hier noch weitermachen. So. Und hier in der Mitte. Stichstraße, oder? Fertig.
Okay. Die haben alle keinen Strom da drüben. Diese Ecke lassen wir frei. Für... Hier hätten wir noch einen Durchgang fahren können, ne? Machen wir auch noch, glaube. Macht vielleicht Sinn, da noch eine Straße hinzuzaubern. Wir hätten auch vielleicht ein paar schöne Bäume hinmachen können. Ne? Naja, jetzt ist auch egal. So. Ah, hier wollen wir freilassen wegen irgendwie Feuerwache und sowas. Obwohl, das können wir auch hier machen. Ja, denke ich mal. Gucken, dass wir da auf jeden Fall was hinmachen, damit es sich verbindet in irgendeiner Form. Da ziehen ja immer mehr ein. Komischerweise auch erst hier hinten. Kriegen wir denn da ein Windrad jetzt hin? Warte mal, wo war die Ecke? Da war die Ecke. Also das wäre jetzt hier. Ich glaube, das baue ich da mal hin gerade. Oh, finden sie nicht so gut, aber sie wollen Strom haben, ne? Wer das eine will, ne, muss das andere mögen, oder wie das? Und schon geht's. Mittendrin. Ja. Haben wir auf jeden Fall schon wieder ein Stück weiter. Ich glaube, ich mache hier noch weiter. Also hier hatten wir gedacht, nichts mehr hinzubauen, weil dann noch ein Feuerwache oder sowas hin kann oder ein Arzt. Arzt ist ja hier auch ganz schlecht. Ist überhaupt irgendwo Ärzte in der Nähe? Nee, überhaupt nicht. Das ist dann gar nicht gut. Die werden dann alle krank mit der Zeit. Nur irgendwelche Häuser noch abreißen, damit die auch wieder gesund werden können, ne? Hätte ich jetzt gesagt, reißen wir das einfach hier ab und machen das dann mal hin, oder? So. Eine Arztpraxis ist das. Finden die alle gut. Hier fehlt sie aber noch. Machen wir da noch eine hin. Dann sind die Straßen da auch schon mehr grün. Das hat also auch geklappt. Ich glaube, wir können hier noch was hinsetzen. Oh, da baut gerade einer, ne? Es jingelt so viel, ne? Hier irgendwo hin. Dahin. Oh, da fehlt einem tatsächlich Wasser. Wieso hat denn der da kein Wasser? Ist unfassbar, oder? Dass da Wasser fehlt. Was jingelt denn da jetzt bitte schön so viel? Habe ich irgendwas verpasst, oder was? Das ist hier auf jeden Fall, dass es jingelt, weil da neue Häuser kommen, oder was? Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo das Düngeln herkommt. So, Arzt sind wir auf jeden Fall bei gewesen. Hier ist schon grüner. Hier oben fehlt's auch. Hier wäre noch eine schöne Stelle, aber das bringt uns nichts, weil das die falsche Straßenseite wäre.
Da geht's. Ein Haus abreißen und fertig. So, wie wir die Straße grün. Bis dahin. Hier ist überhaupt noch nichts angelegt in der Form. Also dahin ist gut. Dann geht's hier rüber. Machen wir dahin. Ja. Gesundheit. Hier bei der Feuerwache hin. Wenn ich dahin mache, geht's bis zu der Kreuzung da. Und wie sieht das auf der anderen Seite aus? Ich da hinsetze. Gut, setzen wir es da hin, dann ist, glaube ich, der Bereich alles komplett abgedeckt. Hier drin ist alles grün. Hier in der Kurve fehlt es ein bisschen, aber da kommt, glaube ich, auch. Es steht eine Feuerwehr und wer weiß, was wir da nochmal hinbauen. Dann ist das auch abgedeckt. Polizeimäßig sind wir also, da braucht man sich weniger die Sorgen machen. So ein paar haben wir ja, aber die haben das alles im Griff, ne? Na, hier jetzt ist andere Sachen, die da ein Problem sind. Aber bisher passiert da wohl nichts. Da hätte ich jetzt gesagt, wir bauen einfach hier irgendwo eine rein. Dann ist die da. Hier so hin. Zack, dann haben wir eine Polizeiwache, sind alle glücklich und zufrieden, oder? Ja. Hier wäre jetzt noch eine vonnöten, ne? Guck mal, hier ist noch so ein schönes Grundstück für eine Polizeiwache, da ist sie schon. Und alles ist gut erstmal. Passt. Gut, dann würde ich erstmal sagen, soll es aber auch reichen. Und machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Müssen wir dann noch gucken, was wir da noch brauchen. Was wir da noch machen müssen. Arbeitskräfte fehlen da in den Einzelhandelsgeschäften. Ja, aber das greifen wir dann nächste Runde wieder auf, ne? Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.